steht auch nichts Brauchbares. Ach, Mensch, wo ist denn der Laden? Sportartikel. Hier vielleicht. Guck mal, das sieht doch aus wie ein China-Restaurant. Oder? Hier, Ajiji. Komm ich da rein? Ja, komm ich rein. Ins Ajiji. Klingt wie, als wenn jemand niesen muss. Ajiji! Gesundheit. Oh, hier ist alles voll verraucht. Hallo. Tao-san. Yes? Are there any other Chinese people around here? Why do you want to know about other Chinese? Nothing, really. Is it something to do with what happened to your father? Yes. Oh no. Not all Chinese people are bad. I understand that. But the only clue I have is that they were Chinese. Please, is there anything you could tell me? You say Chinese people around here? But there's quite a lot of them compared to before. We don't really know the newcomers. I see. Why don't you tell him about the Three Blades? Oh, the Three Blades. Three Blades? What are the Three Blades? Was ist das? It literally refers to three different blades. Ach. That represent three different trades. The barber, the tailor, and the cook. They all use bladed tools. The barber uses a razor. The tailor uses scissors. And the cook uses knives. Ach was! Ah, I get it. Most of the Chinese who came to Japan were one of the three. It doesn't cost much to set up, so you can start the business quickly. People of the Three Blades also know each other very well. It's a good idea to ask them if you're looking for information on people from China. Who are some of the Three Blade people around here? For the barber, visit Maeda-san. For the tailor, see Itoi-san, who's making patches now. For the cook, go and ask Mampukuken-namen. Um die Ecke. The Three Blade people should know about other Chinese people as well. Oh, there's also another barber shop, the Liu Barber and Hair Salon. But Liu Sun's father is in the hospital now. His family's having a hard time. The shop's been closed recently. Mm-hmm. So, I should go and speak with Maeda-san, Itoi-san, and Mampukuken Ramen, right? Yes. I see. Thank you very much. Gut, danke. Endlich mal Informationen, mit denen man nichts anfangen kann. Yes. Can you tell me about the Three Blades? Sure can. There's the barber, Maeda-san. The tailor of the patch shop, Itoi-san. And the cook at the Manpukuken. Oh, and another barber at Liu Barber and Hair Salon. But their shop's not open. So we've got Maeda-san, Itoi-san, and Manpukuken Ramen. You got it? Yeah, thanks. Ich hab's mir gemerkt. Ich hab mir jeden einzelnen Namen gemerkt. Ja, es war natürlich klar, dass die das nicht wissen, aber oh, man könnte ja doch mal ein bisschen... Okay, Fußballladen. Ja, sie haben auch eine schöne Geschichte erzählt. Ja, es ist ja richtig, aber... Oh Gott, ey. Es ist Flair, ich jammer doch auch nicht. Ich sag doch nur. Ich sage doch nur. So, Bar Linda. Warte mal, Bar Linda? Rasierklinge, Barbier. Schere, Schneider. Marys Aufnäher, Rahmen. Das Rahmenrestaurant war hier irgendwo. Wo habe ich das denn gesehen? Das war ich... Hier, Karaoke. Hier? Kamera. Hier. Ramen. Hallo. Ist keiner da. It's closed. Das waren doch die, oder? Manapupuken Ramen. Das waren doch die hier, ne? Manapupuken. Ich kann es nicht aussprechen, es tut mir echt leid. Ach, es ist echt schwierig.
So, wie hieß du? Manpukuken. Mann, ey. Was für ein... Ausgesprochen wie geschrieben, ja. Genau. Guess they're not open yet. Oh, wann machen die denn auf? Die haben doch hier irgendwo Öffnungszeiten, oder? Na. Ich würde das gerne lesen. Joch. Ich kann es nicht lesen. 17 bis 4 Uhr. Hä? Die machen abends auf? Also haben die jetzt offen? Jetzt haben sie offen, weil es ist Licht an. 17 bis 4 Uhr? Was sind das für Uhrzeiten? Okay, gut. Ja, super. Manpukuken-Rahmen. So. Schönen guten Tag, werte Frau. Oh, das ist aber ein schönes, kleines, schnuckliges Rahmenrestaurant hier. Excuse me. Yes, what is it? Hallo. I'm looking for any members of the Three Blades. The Three Blades? How do you know about the Three Blades? Well, Tao-san of the Ajiichi told me about it. He suggested I could find out more here. Is that so? Ja, komm, my husband used to be a cook, a Three Blades. Your husband? Ist er tot, oder? Yes, but I'm afraid he's passed away. Oh, man. About the Three Blades? My husband, he died a while back. But I can introduce you to two other people. Ja. Who would that ja, 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 ja. Yong-san and Wu-san. Yong-san and Wu-san? They both work at the steel mill, but they're originally Three Blades members. Where should I go to meet them? I hear they go drinking together at night, so... You can probably find them at a bar around here. I'll give it a try. Thank you. Da gibt's Leute, die haben mal im Stahlwerk gearbeitet. Die kommen in irgendeine von den Bars hier. Ach, in irgendeine von den Bars. Ja gut. Hoffentlich hier. It's closed. 19 bis 4 Uhr. Warum die denn so lange offen? Hier auch. Es ist zu. Hier gibt's noch Pizza. Ich möchte jetzt aber keine Pizza essen. Ich suche die Bars. Du hast auch von 18:30 Uhr. Noch zu. Guess they're not open yet. Okay, wir gucken mal, ob wir noch irgendwo vielleicht den Barber finden, also den, den Friseur. Bar, guck mal, hier ist noch eine Bar. Die hat schon geöffnet. Lass mich mal rein. Vielleicht ist er ja schon hier. Aber hier ist niemand. Doch. Hi, Ryo. Hallo. Akemi-san. Excuse me. Seid ihr I'm das? Looking for two men, a Yong-san and a Wu-san. Komm. What? My name is Yong. And I'm Wu. Oh, ich hab sie gefunden, direkt. Sorry an to be ihn. So abrupt, but do you know a Chinese man called Lan Di? Lan Di? I don't know him. Me neither. Not toll. I was told that as former members, you might know about the Three Blades. Ah, did you hear that at Manpukuken Ramen? Yamamoto-san remembered. There's a mole near Yamamoto-san's mouth that is so sexy. Very nice. If she sent you, then I'll help. We were apprentice tailors as Three Blade members. But we weren't cut out for it. Now we work at the steel mill. Do you always intend to stay in Yokosuka? I figure. I'll work here another 5 years, then go back to China and build a house. Is that so? Thanks. Yeah. You need to go home now. Ine-san's worried, you know. All right. Bist du eine? Zufälligerweise? Ich frag nur. Was? Reiche mir deine Hand. Ich sehe in deiner Zukunft viele Stunden voller Euphorie und ja und Bewegung. Kopfschütteln ist auch Bewegung. Ja, das stimmt. Ja, ist. Saijo-san. Yeah, what is it? Oh, it's nothing.
Ja, was gibt's denn? Ach, nichts. Du glaubst, es ist kein Spiel für mich. Das denkst aber auch nur du. Es macht mir Spaß. Es macht mir wirklich Spaß. Vielleicht sieht das nicht so aus. Weil ich es theoretisch nicht mag, ewig suchen zu müssen. Und weil es ja hier so nicht so gut vorwärts geht. Sieht nicht so aus. Ja, doch. Pass auf, es macht mir Spaß. Es macht mir wirklich Spaß. Reisebüro Asia. Ich weiß nur nicht, wo ich... Das ist so ein bisschen anstrengend, wenn man so suchen muss. Weißt du? Das ist halt so ein bisschen so... Oh Gott. Ja, okay. Ich habe die Info bekommen. Nächste Info, da geh woanders hin. Wir spielen das jetzt aber. Jetzt spielen wir das. Wahrsager. Oh, ein Wahrsager. Der könnte was wissen. Ein Wahrsager. Welcome to Lapis. I've been expecting you. Du hast mich erwartet? Dann kannst du mir bestimmt auch helfen. Excuse me? You are worried about something, yes? Ja, ja, I am. Ja. Shall I read your fortune then? Gerne. It's 300 yen was? Per reading. Wucher. Yes, please. Well, what type of reading would you like? Hinweis, Zukunft oder Glücksspiel? Natürlich einen Hinweis. Ist halt der Hase im Heuhaufen. Nee, Nadel im Have Heuhaufen. You decided? Hase? Please tell me a clue. The crystal ball will tell me nothing. I see. Shall I do another reading for you? Dann möchte ich aber mein Geld wieder. Yes, please. Well, what type of reading would you like? Zukunft. Please show me the future. Very well. Die Kristallkugel sagt nichts. Aha, I can see it now. Someone who has lived many years in this town may come to your aid. Wer bist du denn? Ein Mann mit grauen Haaren und Flanellhemd. I see. Nicht ganz. Okay. Gut. Shall I do another reading for nee, you? Ich möchte keine weitere Wahrsagung. Das reicht mir. Der Martin ist da. No, thank Schönen you. Guten Abend, Martin. Well then, hallo. Please come again when you seek guidance. I will. Goodbye. Was? Ich finde es viel lustiger, dass du zur Wahrsagerin gehst, nachdem ich das mit der Hand gebrabbelt habe. Ja, Entschuldigung. Ich dachte mir, es ist halt eben, ich probiere es einfach mal aus, weil es hätte ja sein können, dass die Wahrsagerin irgendeinen geilen Tipp für mich hat. Jetzt muss ich mir das merken, dass ich diesen Opa hier finden könnte. Ist die Frage, wo ist der Opa? Water Dragon? Secondhand-Laden. Der wird es nicht sein. Findest du einen interessanten Zufall? Ja, hier sind nochmal Apartments. Ja, ich auch. Was ist das? Nagai Industries. Kann ich da rein? Zu. Das Licht ist angegangen. Oh, ach, schade. Offensichtlich wird es gerade wieder Nacht. Ja, Sega. Um dieses geile Sega-Schild. Auch das gefällt mir. Das ist echt cool gemacht. Warte mal. Ich wollte mich gerade mal umschauen. Wo war dieses Sega-Schild eigentlich? Ich finde es hier gerade nirgendwo. Irgendwo muss es ja sein. So, der Grauhaarige. Das hier ist doch ein Barbershop. Ja. Hier ist ein Barbershop. Der hat aber wahrscheinlich schon zu, oder? Mist, der ist schon zu. They're not open. Da. Shit. Okay. Mein Problem ist nur gerade, ich bräuchte mal sowas wie eine Karte oder sowas. Ich weiß nämlich nicht, wo hier überhaupt irgendwas ist. Was steht da? Sakuragaoka. Oh Gott. Was ist das für eine blau-weiße Rolle vor dem Barbershop? Na, das ist hier so eine Zuckerstange. Zuckerstange, da kannst du dran lecken. Ich habe keine Ahnung. Werbung? Ich habe mich auch schon immer gefragt, was das für Dinger sind. Man sieht das ja häufiger mal irgendwie in Filmen oder die drehen sich dann so und das sieht dann einfach nur lustig aus. Ich habe keine Ahnung, was das genau mit den Dingern auf sich hat.
Hast du neulich in der Stadt gesehen, okay? Ja, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich immer gefragt, was das für Teile sind. Das ist vielleicht einfach nur, dass es sich dreht und dann schön aussieht. Ich habe keine Ahnung. So, okay, es wird langsam spät abends. Wir gehen nach Hause. Spät haben wir es. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Es ist auf jeden Fall interessant. Es ist wirklich interessant. Wir haben rein theoretisch die Telefonnummer von den Laden vielleicht sogar mitnehmen können. Ja, ja, Mieze Katze jetzt nicht. Ich mag jetzt nicht. So, das ist der einzige Nachteil, dass man so ein bisschen hier noch hin und her rennen muss. Vielleicht soll das einfach nur verwirren. In unserem Fall klappt das hier. Ja, wir stellen dieses Teil auf, um pure Verwirrung zu schaffen. Hat geklappt. Sehr gut. So, okay. Wir legen uns mal kurz hin, überschlafen die Nacht. Und schau mal. Normale Geschäfte haben zu normalen Zeiten auch Bars nachts. Passt doch. Ich war doch schon in der Bar. Ich habe die doch gefunden. Ich habe die zwei Leute gefunden, die wir finden mussten. Und die haben uns gesagt, nichts. Yong und Nu. Ich glaube, das waren doch die beiden, oder? Yong-san und Wu-san. Genau. Yong und Wu. Wir haben die beiden gefunden. Das waren die. Aber ich muss jetzt noch zu dem Barber gehen. Also zu dem, hier, Rasiermann. Und ich kann noch nicht schlafen. Ist das richtig gesehen? Ich kann noch nicht schlafen. Ach, Manno. Wie kann ich denn noch nicht schlafen gehen? Wo ist denn unser Mütterchen? Da ist sie. Hallo. Ine-san. Na? Ryo-san. Na? I don't wish to meddle, but please don't do anything reckless. Okay, thanks. Mach ich See you later, Ine-san. Yes. Ine-san. Was heißt denn dieses San eigentlich immer? Nimmst du mal... Ja, ich nehme das tägliche Geld mit. Das nimmt er aber freiwillig mit, automatisch mit. Wenn ich hier rausgehe, dann liegt das hier auf der Kommode und er nimmt das automatisch mit. Was heißt denn San nochmal? Ich habe das schon mal gewusst, aber ich weiß es gerade nicht mehr. San. San ist einfach die Nachsilbe für den respektvollen Umgang für Erwachsene. Ah. Also, Ine Erwachsene. Ine Erwachsene. So ungefähr. Okay. Wann kann ich denn ins Bett gehen und schlafen? Jetzt? Ah, okay, schlafen. Jetzt. Gut, lassen wir uns mal kurz hinlegen, überschlafen die ganze Geschichte, dann gehen wir zum Barbershop, also Friseur, und zum, was war das andere? Ach, Aufnäher. Aufnäher-Shop, genau. Gut. Da liegt wieder der Umschlag, pass auf und Achtung, zack, zack. Da nimmt er seine Kohle mit. 500 Yen. Aber 500 Yen sind halt echt, wie gesagt, das ist, keine Ahnung, nicht viel. Oh, ich kann mir das, nein, ich war falsch. Ah, verdammt, ich habe falsch ausgewählt. Das sind halt 50 Cent oder so, ne? Umgerechnet, es ist wirklich nicht viel. Also Umrechnungskurs von Yen in Euro ist halt, uff. Ich glaube, sowas wie 50.000 Yen sind 500 Euro oder sowas, ne? Irgendwie so in dem Dreh war das. Der Umrechnungskurs ist echt absurd hoch. Nein, hier war das nicht. Mann, wo war denn das nochmal? Wo ist der Ausgang? Ich finde den Ausgang nicht. Hier hinten war das, ne? Irgendwo hier? Und dann nach links? Ja, hier war's. Genau, jetzt bin ich richtig. So, dann gehen wir mal da lang. Okay, Dobiuta. Wie auch immer. So, hier ist der Barbershop. Hat er schon offen? Er macht doch so um 10 auf. Ah, oh, er macht doch so in einer Stunde auf. Okay, dann gucke ich mal nach dem anderen. Nach dem Aufnäher. Nach dem Aufnäherladen. Vielleicht hat der schon offen. Da weiß ich noch ungefähr, wo er war. Ich muss nur suchen. Das war hier drüben. Einmal hier rechts. Und dann hier die Straße lang, meine ich, ne? Aufnäherladen. Der war es nicht. Das war hier vorne irgendwo, meine ich, ne? Es fängt an zu regnen. War das hier nicht irgendwo? Aufnäher und Stickereien. Ja, der hat aber noch geschlossen.
Wann macht denn der auf? Das war hier. Ich wusste das. Guck mal, ich hab's gewusst. Ich hab's auf Anhieb gefunden. Und ich finde es cool, dass die Läden hier einfach geschlossen haben. Der hat einfach zu. Das ist ja wie cool. Also das ist echt mega gut gemacht. Ja, was mache ich denn jetzt? Das ist ja echt total cool gemacht. Ich rede mal kurz hier mit dem da. Hallo. Tamura-san. Hey, na, Wurstverkäufer? How are you doing? Hi. Hey, hang out with me for a while. Sorry, not today. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er gesagt hat. Ja, ich gucke dann nachher mal. Was ist das hier? Spielhalle. Die hat noch zu. Macht auch aus dem Zehner. Hey, du da. Moped. Moped, Mann. Das, mit denen haben wir schon mal geredet. Die haben alle noch zu. Ja, ich finde das mega cool, dass es hier so einen Tag-Nacht-Zyklus gibt. Und dass die Läden erst ab einer bestimmten Uhrzeit offen haben. Das ist echt so mega gut. Das hab ich, glaube ich, so in einem Spiel noch nicht direkt mitgekriegt irgendwie. Also ist mir bewusst noch nicht aufgefallen. So, ne? Also so gar nicht. So, was haben wir denn noch? Wir können auch hier speichern. Oh ja. Klar, dann speichere ich mal hier. Gegenstände, eine Uhr und eine Taschenlampe. Das ist interessante Taschenlampe. Kann ich die anmachen? Man kann näher hineinzoomen und weiter hinauszoomen. Das ist schon mal gut. So, okay. Aber ich habe nichts mehr. Gerade gegoogelt, die rot-blaue Barberrolle kommt aus dem Mittelalter, als Barbiere auch für Aderlass zuständig waren. Die roten Verbände wurden draußen zum Trocknen aufgehängt und haben sich um den Stock gewickelt. Daher die rot gewickelte Farbe als Erkennungszeichen. Ah, okay. Also das heißt, die... Aha. Okay, das heißt, die haben Aderlass verübt. Dann sind die Bände rot geworden und die haben sie einfach zum Trocknen draußen um diesen Dingens da drum rumgehangen. Was? Das ist ja kurios. Das ist ja mehr als kurios. Okay, und sowas nimmt man heutzutage dann noch als Deko-Elemente für Barbershops. Also wie nennt man das eigentlich auf Deutsch? Barbershop, Rasierladen, nee, Friseur. Friseur ist doch Barbershop, oder? Ich stehe gerade im Weg. Ich muss mich mal kurz beiseite bewegen, ansonsten werde ich hier vom Mopedfahrer behelligt. So, wann geht dieses Tor da hinten auf? Um 10? Fahr doch weiter! Genau, findet man häufiger vor Barbershops. Richtig. Interessant. Barbier ist eingedeutscht. Okay, ja, Barbier. Friseur. Teilweise Friseur. So, komm, der macht bitte um 10 auf. Ich brauche hier was. Infos. Komm schon. Komm, komm, los. Es ist gleich um 10. Fehlt nicht mehr viel. Komm schon. Na? Oh, guck mal, er macht das Tor auf. Das ist ja mega gut, ey. Ich finde das total cool. Das hat was. Das ist einfach krass. Yes. Na? Itoi-san. Do you know about the three blades? Who told you about that, son? I heard it from Tao-san. I see, I see. Ja. That's why I'm looking for Chinese people that are members of the three blades. In that case, I suppose you could ask Liu-san. Liu-san? That's right. Over at the barbers. I see. Wollte ich eh hin? Itoi-san, how do you know about the three blades? Years ago, I was Chinese. Aber jetzt nicht mehr. I'm a naturalized Japanese. In China, my name was Su Jianmin. Was? Is that so? Da stand was anderes. Thank you. See you. Da stand doch was. Der Name, der unten stand, da stand ein ganz anderer Name gerade unten drunter. Vielleicht anders ausgesprochen, ich weiß es nicht. Aber das war gerade kurios. Da stand ein ganz anderer Name da. Asiaten nennen ihren Nachnamen zuerst. Ach so, deswegen. Ah, okay. Also hier in dem Spiel lernt man echt noch sau viel dazu. Das ist krass. Hier wurde es Deutsch geschrieben. Ah. Woher weißt du das alles, Frau Schafi? Was ist da los? Hä? So, Barbershop. Hier, open.
Mangas, Animes. Okay. Gut. Alles in Anime, so Manga, so lernt. You, son. Hallo. Hello. Na? Welcome. Grüße. How would you like your hair today? Ein anderer. I'm not here for a haircut. I came to ask about people from China. And you are? I'm Yo Hazuki, of the Hazuki Dojo in Yamanose. Hazuki-san? Darling, you saw it in the paper on that snowy day. Der verschneite Tag. Ah. An dem es geregnet hat. I understand you've gone through a lot. I'm looking for a Chinese man who goes by the name Lan Di. Tao-san and the others of the Three Blades said that perhaps you'd know. So, Tao-san referred you to us. Yeah. Well, I'm a second-generation Chinese, so I don't think I can be of much help. Maybe they meant your father. Oh, I see. Okay. He is... My father's 80 years old. He owned a shop in Yokohama from before the war. Maybe he knows. He's been in hospital for the flu and was just discharged yesterday. He's been through a lot, so we've kept it closed for a while. Is he all right? Oh, he's much better now. Perhaps he's exercising in Suzume Park. Suzume Park? He walks once around Obuita and eats at the Soba restaurant every day. Thank you very much. I'll try there. Soba-Restaurant. Also, ich habe keine Ahnung, wo das Soba-Restaurant ist. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber sie sagte gerade noch, er könnte im Park sein. Wahrscheinlich bei Gabi, denn Gabi wartet immer im Park. Nein, war ein Spaß. Er hätte uns ja wenigstens mal ein Foto oder irgendwie sowas von ihm zeigen können. Dann wäre es einfacher gewesen, den zu finden. Ich weiß zum Glück, wo der Park ist. Hä? Reisebüro. Nein, okay. Hätte sein können. Aber das wird echt schwierig, hier jemanden zu finden. Einen vor allen Dingen. Der alte Mann von der Wahrsagerin. Das habe ich mir auch gedacht. Den Gedanken hatte ich als erstes auch. Aber, wie gesagt, dazu muss man den erstmal finden. Aber das sah nicht aus, als wäre der 80. Also unter 80-Jährigen sehe ich meistens so Leute, die so gebückt laufen. Nee, das ist nicht der Park. Wo war der? Nee, halt, hier war nicht der Park. Da war hier hinten irgendwo. Der sah aus, als saß er auf einer Bank. Das kann sein. Da ist er. Da ist er. Der Opa. Bist du das? Are you Dio, son? Der sieht nicht aus wie 80. Yes, I am. And you? Okay, my name is Dio Hazuki from the Hazuki Dojo in Yamanose. Ah, I've heard what happened to your father. My condolences. What can I do for you? Der sieht aber nicht aus wie 80. Also die anderen Leute, die hier etwas buckliger rumlaufen, die sehen aus wie 80. Aber I'm looking for a Chinese man who calls himself Lan Di. Three Blades members like Aijiichi's Tao-san suggested that perhaps you might know. Ah, you know of the Three Blades. Nein. I know it refers to the three professions, barbers, cooks, and tailors. That it does. Did you know that the proud elite of these professions were also imperial bodyguards, protecting emperors from assassinations with their razors, knives, and scissors? Ah. About Lan Di? I gather by his name that he is most likely a member of a Chinese black market cartel. Or perhaps even the Chinese Mafia. Ich glaube eher Mafia. Would they be here in Yokosuka? They have developed a base in the harbor to bypass customs and expand their activities. Try asking some of the sailors in the vicinity. They're bound to know more. Okay. Sailors? I'll look for some. Thank you very much. Good luck. Okay, wir haben unsere wichtigen Informationen bekommen. Und zwar sollen wir Seeleute finden. Seeleute für Waren aus Hongkong oder Shanghai wissen vielleicht etwas über chinesische Mafia. Muss Seeleute finden. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zum Hafen? Ein Hafen ist meistens da, wo Wasser ist. Kennen wir ja aus Asterix. Passierschein A38, ja. Erfahren Sie beim Pförtner im Hafen. Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang müssen, weil hier war ich noch nicht. I should talk to some more people. Was? Okay, hier ist also nicht der Hafen. Wo ist denn der Hafen, bitte? Ich weiß nicht, wo der Hafen ist. Vielleicht in die andere Richtung.
Da, wo die Fabrik ist. Vielleicht ist da der Hafen. Ich habe aber keine Ahnung, weil ich habe nämlich keine Map oder irgend sowas. Uah. Fahr doch mal vorsichtig hier. Meine Güte. Hä? Wo kommst du denn her? Hab ich gerade gar nicht gesehen. Huch. Was ist das denn für ein komisches Tor? Hä? Was steht denn auf dem Schild? Kann ich das lesen? Nee, kann ich nicht. Fun Facts. Unser Passierschein für die Arbeit heißt Passierschein A. Ich habe überlegt, ihn als A38 abzuspeichern. Oh. Guck mal, Cutscene. Oh. Zwei Prügler. Hey, wait a minute. Hey, Hazuki. You think you can bump into me and not even apologize? Yeah, jerk. Apologize to Enoki-san. Well, maybe I'll just beat an apology out of you. I don't have time for this. Get lost. Get lost. That's it. Your history. Ha! Take this. Come on, loser. Come on. Yeah. Was soll ich denn für eine Taste drücken? Mir wird nichts angezeigt. You got me, huh? Take this. He wasn't so tough. I don't care if you know jujitsu or whatever. I'm not gonna move a wimp like you. From now on, when you see Enoki-san coming, you better get out of his way. Mir wurde die Taste nicht angezeigt. Das hatte ich vorhin ja schon mal, dieses Piep, 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 Piep. Hey, wait a minute. Hey, how's it... Ja. Gee, you think you can bump into me and not even apologize? Yeah, jerk. Apologize to Enoki-san. Well, maybe I'll just beat an apology out of you. I don't have time for this. Get lost. That's it. Your history. Ha! Gah! Yeah! Ich weiß nicht, welche Taste es ist. Ich sehe keine Taste. Take this. He wasn't so tough. Das ist doch kacke. I don't care if you know jujitsu or whatever. I'm not gonna move a wimp like you. From now on, when you see Enoki-san coming, you better get out of his way. Ja, ich habe was gedrückt. Ich habe beim ersten Mal nach links gedrückt, so wie es das Spiel von mir verlangt hat. Aber dann habe ich die Tasten nicht mehr gesehen. Hey, wait a minute. Sie werden mir nicht mehr angezeigt. You think you can bump into me and not even apologize? Yeah, jerk. Apologize to Enoki-san. Ich hab was gedrückt. Well, maybe I'll just beat an apology out of you. I don't have time for this. Get lost. That's it. Your history. Ich hab nach rechts gedrückt. So. Yeah. You think you got me, huh? Ich sehe die Tasten halt nicht. He wasn't so tough. Ich hab vorhin schon nach rechts gedrückt. I don't care if you know jujitsu or whatever. I'm not gonna move a wimp like you. From now on, when you see Enoki-san coming, you better get out of his way. Euch wird nichts angezeigt, weil mir auch nichts angezeigt wird. Ihr seht ja nur das, was ich sehe. Also, das ist halt... Ich hab keine Ahnung. Jetzt muss ich das... Weil hier ein Bug ist, muss ich das jetzt irgendwie selber herausfinden. Na, schön, hey, Hazuki. You think you can bump into me and not even apologize? Yeah, jerk. Apologize to Enoki-san. Well, maybe I'll just beat an apology out of you. I don't have time for this. Get lost. That's it. Your history. Ha! Gah! Yeah! Also links, links you ist es... You think you got me, huh? Take this. He wasn't so tough. Okay, es muss links und nach oben sein. I don't care if you know jujitsu or whatever. I'm not gonna move or runter hatte ich eben auch schon, glaube ich. From now on, when you see Enoki-san coming, you better get out of his way. Das ist echt ätzend, dass man das hier nicht... Ich kann hier vor allen Dingen jetzt nicht mal speichern, ne? Ich kann gerade nichts. Hey, wait a minute. Bin gerade in so einem Loop gefangen. Hey, Hazuki. You think you can bump into me and not even apologize? Yeah, jerk. Apologize to Enoki-san. Well, maybe I'll just beat an apology out of you. I don't have time for this. Get lost. That's it. Your history. Ha! Gah! Yeah!
You think you got me, huh? Ich weiß nicht, was für eine Taste. Es kann auch sein, dass es irgendeine andere Taste auf dem Controller ist. I don't care if you know jiu-jitsu or whatever. I'm not gonna move or wimp like you. Das ist doch jetzt scheiße. When you see Enoki-san coming, you better get out of his way. Es kann irgendeine Taste sein, die mir nicht angezeigt wird. Hey, wait a minute. Hey, Hazuki. You think you can bump into me and not even apologize? Yeah, jerk. Apologize to Enoki-san. Well, maybe I'll just beat an apology out of you. I don't have time for this. Get lost. That's it. Your history. Yeah. Ja, super. Da stand... Guck mal, die Tasten werden mir zum Beispiel nicht angezeigt, wenn ich mit Controller spiele. Geil. Also die QTEs muss ich halt echt mit der Tastatur machen. Weil er meinen Controller nicht kennt. GG, auf jeden Fall. I don't have time to play your little games. Yes, I'm sorry. You don't mess with me again. Got it? Ja, das ist wirklich blöd. Alright, alright! So, okay. Na gut. Hey, are you okay? Can you get up? Zum Glück hat er das kapiert, dass ich... Also ich habe gerade den Controller einfach beiseite gelegt und habe einfach auf der Tastatur nach links gedrückt. Und das hat er zum Glück kapiert. Habe echt Glück gehabt. Na gut, ich würde sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Break.